Herzlich willkommen, liebe Besucherinnen und Besucher am Hamburger Konservatorium. Mein Name ist Hilke Billerbeek und ich möchte Ihnen gerne heute den hüpfenden Floh vorstellen, die Ukulele. Sie erfreut sich im Moment großer Beliebtheit und wird gerne zur Liedbegleitung eingesetzt. He's got the ukulele, in his hands he's got the ukulele, in his hands he's got the ukulele. In his hands, he's got the ukulele in his hands. Die Ukulele ist ein kleines Instrument und das hat den Vorteil, dass man sie überall ganz leicht mit hinnehmen kann. Sie ist auch nicht so laut, sodass es beim Üben die Nachbarn nicht so schnell stört. Für ca. 80 Euro bekommt man wirklich schon gute Instrumente und am besten ist es, sich gleich einen Gurt zu kaufen, weil das macht den Anfang zum Spielen wirklich einfacher. Sie hat vier Saiten. Das ist ein G, ein C, ein E und ein A. Sie ist also ganz anders gestimmt als die Gitarre oder die Mandoline. Man kann nicht nur Akkorde auf ihr spielen, man kann auch schöne kleine Melodien mit ihr spielen. Und hier kommt jetzt ein Beispiel, ein Menuett von Johann Krieger. Der Einstieg mit der Ukulele ist wirklich nicht schwierig. Ich glaube, dass alle Menschen Ukulele lernen können. Kinder, Erwachsene und auch ältere Menschen. Sie ist besonders ein tolles Instrument, wenn man gerne singt und sich mit Akkorden begleiten möchte. Also, wenn noch Fragen sind, dann einfach an das Hamburger Konservatorium wenden und dort gibt es weitere Informationen über den Ukulelenunterricht alleine oder auch in Gruppen. Thank you.